E-Book-Reader, da denken die meisten sicherlich an die Kindle-Geräte von Amazon oder die Modelle der Tolino-Allianz. Aus Kanada kommt jetzt aber ein neuer Konkurrent, der sich anschickt, den beiden kräftig einzuheizen. Der Kobo Aura One. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Beim Kobo Aura One handelt es sich um einen echten Neuling. Zwar ist die Firma Kobo schon seit längerem auf dem Markt präsent, aber dieses Gerät hat wirklich etwas Neues zu bieten, nämlich einen wirklich großen Bildschirm. Aber wir gucken uns erstmal die Verpackung an. Da hinten sehen wir nämlich schon so ein paar Spezifikationen, die zeigen, was das Gerät bietet. Wie gesagt, 7,8 Zoll Bildschirm mit 300 ppi Auflösung, also HD-Display. Auflösung 1872 mal 1404 Pixel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Das Gerät hat außerdem 8 GB internen Datenspeicher, da passen bis zu 6000 E-Books drauf. Es hält bis zu einen Monat durch und es bietet Wasserdichtigkeit und eine besondere Beleuchtung. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich packe das Gerät mal aus. Sehr schön verpackt in dieser bunten, edlen Schachtel. So, und da haben wir ihn schon, den Kobo Aura One. Ich nehme ihn mal aus der Verpackung heraus. So, und habe zum Vergleich nochmal ein älteres Kobo-Modell mitgebracht, nämlich den Kobo Aqua. Und da sieht man schon ein deutlich größeres Display, also viel mehr Platz für Text und für Illustrationen. In einem Interview hat mir der Kobo-CEO verraten, dass man vor allen Dingen auf Kundenwünsche reagiert. Die wollen nämlich mehr Platz für ihre Texte haben und deshalb geht man jetzt auf die 7,8 Zoll Größe. So, das ist also das Gerät. Was haben wir sonst an der Verpackung drin? Das ist ganz unspektakulär. Hier hinter verbirgt sich nämlich noch ein USB-Ladekabel und eine kurze Anleitung, aber die brauchen wir eigentlich nicht, denn das Gerät erklärt sich eigentlich von selber. Schauen wir uns jetzt mal von außen an. Der Kobo Aura One, ein sehr elegantes Design, komplett in Schwarz gehalten, auf der Rückseite so leicht geriffelt, dass man das gut anfassen kann. Und außer diesem oberen Power-Button hier gibt es auch keine weiteren Knöpfe für die Bedienung. Es gibt hier an der Unterseite noch den Micro-USB-Anschluss für das Ladekabel und das war es auch schon. Mehr braucht man bei diesem Gerät nicht. Wir aktivieren ihn jetzt mal, indem wir hier oben einfach die Taste drücken und dann wird er gleich hier anfangen zu leuchten. Jetzt bootet er noch mal. So, da haben wir ihn also, den Kobo Aura One. Die Bedienoberfläche eigentlich ganz intuitiv. Alle Bücher, die ich auf das Gerät geladen habe, sind zu sehen. Ich kann mich natürlich auch mit einem Buchshop verknüpfen und dann per WLAN Bücher herunterladen. Das klappt mit EPUB-Formaten und mit Büchern, die mit dem Adobe Digital Rights Management versehen sind. Einfach dann hier auf die Bücher drauftippen und dann werden sie auch geladen. Man sieht schon ein sehr, sehr schönes Schriftbild. Man scrollt einfach, man blättert hier, indem man hier mit den Fingern auf die Bildschirmseiten tippt. Wenn ich hier oben drauf tippe, dann erscheint das Menü. Und das Menü bietet eine Besonderheit, und zwar die Beleuchtung. Die will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Wenn ich nämlich hier auf dieses Lampensymbol klicke, dann taucht die Beleuchtung auf. Und was ich jetzt machen kann, ich kann hier natürliches Licht aktivieren. Was heißt das? Kobo hat gemeinsam mit Schlafforschern nämlich herausgefunden, dass sich das Licht den ganzen Tag über ändert, was die Färbung angeht. Und die meisten E-Book-Reader strahlen ja in einem leichten Blauton und das ist abends gar nicht gut. Das könnte zu Schlafstörungen führen. Deshalb leuchtet der Kobo abends rot, beziehungsweise passt seine Farbe den ganzen Tag über wie den Sonnenstand an und abends taucht er dann eben die Farbe in diesen Rotstich. Ich hoffe, dass man das einigermaßen erkennen kann. Dieser Rotstich wirkt jetzt ein bisschen ungewohnt, aber wenn man nachts oder eben abends im Bett noch ein bisschen lesen will und seinen Schlafnachbarn nicht stören möchte, dann ist dieses Rot wirklich optimal. Und wie gesagt, wenn man das auf Auto stellt, dann wird die Farbe den ganzen Tag über angepasst. Ja, das ist die große Besonderheit dieses Gerätes, mit der Kobo auch wirbt, dieses neue Licht, das sich eben, wie gesagt, den Sehgewohnheiten des Menschen anpasst. Ansonsten können wir natürlich noch weitere Einstellungen vornehmen. Wir können das WLAN aktivieren. Wir können uns außerdem auch Wikipedia-Einträge anzeigen lassen, wenn wir Worte markieren. Wir können hier unten uns eine Statistik anzeigen lassen, wie viel wir von dem Buch schon gelesen haben. Und selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich die Schrifttypen
zu ändern, die Schriftgröße, die Stationierung. Das alles lässt sich im Handumdrehen regeln. Das Gerät macht beim ersten Eindruck wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist sehr gut verarbeitet, sehr hochwertig, funktioniert auch alles reibungslos. Tolles Schriftbild, wie gesagt, diese Beleuchtung ist wirklich eine Innovation. Was mir beim Ausprobieren so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Software manchmal so ein bisschen behäbig reagiert. Da müssen wir mal im Labortest gucken, ob das wirklich so ist oder ob da mich der erste Eindruck täuscht. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr schöner E-Book-Reader und eine echte Alternative zum Tolino oder zum Kindle, wenn da nicht der Preis wäre. Denn dieses Gerät kostet 230 Euro, also echtes Luxussegment. Zum Vergleich, der Kindle Oasis zum Beispiel kostet so um die 190 Euro, also nochmal eine ganze Schippe mehr drauf. Ob es das Gerät wirklich wert ist, das wird, wie gesagt, unser Test zeigen.